Herzlich willkommen zum Fragen-Hagel. Ich habe wieder Fragen bekommen und werde sie beantworten und habe 3 Minuten Zeit dafür. Möchtest du auch eine Frage stellen? Dann geh auf Instagram, mehr Geschäft, immer mittwochs eine Story, frag Pascal und dann kommt deine Frage mit ein bisschen Glück hier rein. Und ich würde vorschlagen, ich lege los in. Go! Frage Nummer 1. Ist es sinnvoll, deiner Meinung nach jeden Tag zu arbeiten oder am Wochenende frei machen? Boah. Ich glaube, das fühlst du in dir, ne? Natürlich ist es, glaube ich, am Anfang ratsam zu arbeiten, bis man kotzt, weil das ist nun mal einfach so. Aber hör auf dich und gönn dir natürlich auch Ruhezeiten und gönn dir auch Freiheiten. Das ist doch klar. Aber wer was Großes aufbauen möchte, glaube ich, darf auch mal eine Zeit lang seines Lebens ein bisschen härter ranklotzen. Da gehört vielleicht auch mal das Wochenende dazu, ne? So sehe ich das. Was bedeutet für dich Freundschaft? Für mich ist Freundschaft Loyalität, Vertrauen und ich kann mich wirklich darauf verlassen, und zwar bedingungslos. Und ich habe wenige Freunde, dafür sehr gute. Und ich könnte sehr, sehr viele Freunde haben. Aber ich block das immer ab, ne? Weil das bringt nichts. Weniger, aber besser. Auch da, ne? Nächste Frage. Wenn du jetzt das Vierfache verdienen würdest, denkst du, dass du dann glücklicher wärst? Nein. Nee. Ganz bewusst. Also ganz bestimmt nicht. Glücksforscher haben herausgefunden, dass das empfundene Glück ab einem Monatseinkommen von 5.000 Euro netto gar nicht mehr wirklich größer wird. Und jetzt kann man sagen, boah, ja, das kann aber nur jemand sagen, der noch nie 50.000 im Monat verdient hat. Nee, ich glaube, dass das richtig ist, weil klar kannst du mit 50.000 im Monat mehr kaufen als mit 5.000 im Monat, aber wir reden über wirklich Glück. Und wirklich Glück, was, also ganz ehrlich, macht dich ein Helikopter oder ein noch größeres Boot, macht dich das wirklich glücklicher? Nein, sondern irgendwann kommt man an den Punkt zu verstehen, man muss gehabt haben, um nicht mehr zu müssen, weißt du? Und Glück, stellst du dann irgendwann fest, ist echt was anderes. Glück ist Sicherheit und Freiheit. Und das hast du ab einem gewissen Punkt ganz einfach. Und bei mir, wenn ich das Vierfache verdienen würde, ganz ehrlich, also ja, denn ich glaube nicht, dass sich wirklich viel bei mir ändern würde. Wirklich nicht mehr. Nee. Nächste Frage. Ist Amazon mittlerweile zu groß? Müsste man dort staatlich eingreifen? Nein. Ich finde das nicht. Amazon, warum so, ist denn Amazon zu groß, weißt du? Wer hat es denn so groß gemacht? Die bösen Amazons oder waren wir das vielleicht alle, weil wir es einfach gut finden und dort konsumieren? Ich meine, das darf man vielleicht auch mal so betrachten. Und Amazon ist ja gar nicht der Böse. Ich höre immer so, ja, Amazon, die schaden dem Handel, weil die zahlen ja hier keine Steuern. Das ist Bullshit. Guck doch mal bitte, wie viele Menschen mittlerweile über Amazon verkaufen. Ja, die drücken vielleicht 27, 30% des Umsatzes an Amazon ab. Aber ne, es bleiben 70% übrig, die werden in Deutschland versteuert. Also Amazon ist eine Geschäftsmaschine, auch für uns ist die gut. Und deswegen halte ich da nichts von. Das ist einfach nicht richtig. Ich bin für freie Marktwirtschaft und ich glaube nicht, dass man dort eingreifen sollte. Das ist meine Meinung. Ne? Coole Fragen. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, geh mal auf Instagram und abonniere die Seite von Mehr Geschäft, weil immer mittwochs kommt da die Story, frag Pascal. Da kannst du auch Fragen stellen und dann kommen sie mit ein bisschen Glück hier rein und ich darf sie beantworten. Freue ich mich drauf. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.